Hallo liebe Menschen, das ist der Triaterra Videoblog. Jeden Freitagmittag ein neues Video. Hier geht es um EM, effektive Mikroorganismen, um Terra Preta Produkte, Schwarzerdeprodukte mit Holzkohle und um Themen zur Begrünung der Erde. Heute soll es um das Konzept des immergrünen Ackers gehen. Der immergrüne Acker und auch wieder ein Thema zur Begrünung der Erde und wie der Mensch auch auf seinen eigenen Kulturflächen, speziell eben auf dem Acker, auch dieses Konzept umsetzen kann, möglichst immer grüne Acker zu haben, maximale Verdunstung, maximale Photosyntheseleistung, maximalen Bodenaufbau. Das geht auch auf dem Acker und zwar ganz spannend. Deswegen auch wieder mein Globus hier als ein immergrünes, ein Begrünungsthema für die ganze Erde. Und wir werden auch sehen, dass es da Ansätze gibt auf der ganzen Erde. Die Realität sieht so aus, dass eigentlich ein Durchschnittslandwirt heutzutage, man kann wirklich sagen, die Hälfte des Jahres, locker die Hälfte des Jahres, seinen Acker nicht nutzt und auch nichts Sonstiges da wachsen lässt. Im Grunde ein halbes Jahr seinen Acker blank liegen lässt, brach liegen lässt, ohne Photosynthese. Ohne ernsthafte Pflanzenbewuchs, der in der Lage ist, die Funktion, den Boden aufzubauen, Nährstoffe zu binden und Photosynthese zu machen. Und das ist eine ganz schön krasse Behauptung. Stimmt das denn? Gucken wir uns mal an. Weizen, Roggen, Gerste, klassische Wintergetreide, werden im Oktober, November ausgesät. Okay, im November hat man es dann langsam ein bisschen grün, kommen die kleinen Pflänzchen hoch. Je nach Winter werden sie schon ein bisschen, je nachdem wie früh man ausgesät hat und wie früh der Winter einsetzt, kriegt man schon kleine Büschelchen, kleine Grasbüschel, also Getreidebüschel. Bleibt ja über den Winter grün, friert ein bisschen zurück, aber bleibt grün. Fängt im Frühjahr an zu wachsen, schiebt die Getreideähren raus im April, Mai und fängt dann eigentlich Ende Juni schon an abzureifen. Juli steht das Getreidefeld eigentlich schon fast überwiegend tot und abreifend da. Das heißt, es ist kaum noch Photosyntheseleistung. Wir haben im Wesentlichen Stroh auf dem Acker stehen und alle Energie wird aus der kompletten Pflanze, aus der Wurzel in die Getreidekörner gepumpt. In der Zeit findet kaum noch eine ernsthafte Photosynthese statt. Das heißt, wir haben den Juli eigentlich als Photosynthesemonat schon verloren. Ganz oft wird es Getreide nach Getreide oder Raps, was eine ganz ähnliche Fruchtfolge hat, ein bisschen früher abreift, aber ähnlich ausgesät wird im Oktober, November, haben wir also im Wesentlichen, Ernte ist dann Juli, August, Ende Juli, Anfang August, also haben wir den August typischerweise dann und dazwischen haben wir dann nichts mehr, danach haben wir dann also bis zur Neuaussaat, also haben wir August, September, Oktober, August, September, Oktober, die sind auf jeden Fall fast immer Monate, die auf den meisten Äckern, zumindest wenn Getreide draufstehen, nicht genutzt werden. August, September, Oktober. Eigentlich, fairerweise, der Juli auch noch. Der Juli ist auch ein Monat, der nicht, wo wir das abreifende Getreide haben. Es wächst unter dem Getreide nichts. Wir haben das abreifende Getreide, das heißt, auch da haben wir praktisch keine Photosyntheseleistung. Vier Monate im Jahr, wo wir keine Photosyntheseleistung haben. Selbst wenn wir dann Photosyntheseleistung haben, im November über den Winter, so ist es doch dort sehr spärlich begrünt, sehr, also nicht eine dichte Begrünung mit verschiedenen Pflanzen und Untersaaten, sondern wirklich nur, kann ja mal im Winter über ein Getreidefeld gehen, das als vollen Begrünungsmonat zu zählen, naja, okay. Also haben wir selbst bei diesem System Getreide nach Getreide oder Raps. Raps reift sogar noch ein bisschen früher ab, da verlieren wir noch Teile des Junis. Da haben wir schon fast fünf Monate, die da fehlen in der Photosyntheseleistung. Aber da fehlen uns schon vier Monate Photosyntheseleistung bei Raps und Wintergetreiden, die ja unsere wesentlichen Anbaufrüchte sind. Dann Mais. Mais ist ein ganz klassischer. Dort haben wir es tatsächlich, dass wir sechs Monate im Jahr Wachstum haben sechs Monate brachliegen haben. Also wenn Mais nach Mais, haben wir ja vor allen Dingen in den sehr fruchtbaren Gebieten am Niederrhein,
haben wir es ja ganz häufig, dass Bauern fast nur noch Mais anbauen für ihr Vieh, Schweine, für die Biogasanlage, was auch immer, also einen immer höheren Maisanteil. Und da bleibt dann in der Fruchtfolge natürlich nicht viel Raum zu spielen, da baut man fast immer Mais nach Mais an. Und die meisten Bauern machen nach dem Mais eben nichts. Wenn du Glück hast, lassen sie wenigstens das Unkraut noch ein bisschen wachsen, wenn es überhaupt was gibt. Aber meistens gibt es sogar auch noch direkt noch eine Bodenbearbeitung oder Pestizidbehandlung direkt nach der Ernte. Das heißt, das Ding geht blank in den Winter und wird erst im nächsten Mai wieder bestellt. Mais von Mai bis Oktober im Wesentlichen. Ja, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, oft nicht mehr ganz. Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober. 6 Monate, die der Mais, und da ist der Mai schon nicht ganz und der Oktober nicht ganz. Aber sagen wir mal 6 Monate, die der Mais auf dem Acker steht. Aber das sind die Wachstumsmonate. Da ist es warm, da ist es feucht. Dort haben wir die hohe Sonnenscheindauer. Also das sind die Hauptwachstumsmonate, die nutzt der Mais voll aus und ist ja auch eine mega Pflanze, die megamäßig Photosynthesewachstum ermöglicht. Selbst bei hoher Sonneneinstrahlung und Trockenheit kann der volle Pulle als C4-Pflanze durcharbeiten und erreicht 45 Tonnen, 50 Tonnen Frischmasseertrag im Jahr. Also auf einen so einen Quadratmeter auf dem Hektar 50 Tonnen oder beziehungsweise auf einem Quadratmeter 5 Kilogramm. 5 Kilogramm Frischmasse, die wir von einem so einem Quadratmeter ernten, das ist schon recht ordentlich. Und das als Durchschnittswert über die ganzen Hektarflächen. 5 Kilo auf dem Quadratmeter, das macht der Mais, weil er die Wachstumszeit Mai bis Oktober wirklich sehr gut ausnutzt und eine sehr, sehr effiziente Photosynthesepflanze ist. Aber auch der den Rest des Jahres, quasi die Wintermonate bis in Mai hinein, wo ja doch schon eine ganze Menge Sonne und auch einiges an Wärme ist, April, März, da haben wir ganz oft nichts. Also da haben wir Hälfte schon erfüllt. Und besonders schlimm wird es, wenn wir Mais nach Wintergetreide anbauen, was auch oft genug vorkommt. Ich habe hier ein paar Schläge bei mir um die Ecke, wo das genauso ist. Da haben wir es tatsächlich so, wir ernten im August, Anfang August ab. Da ist im Grunde schon Juli, August keine Vegetation mehr, weil das ja schon abgereift ist. Und dann ist es bis in den nächsten Mai hinein, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März, April, 10 Monate keine Vegetation sind dann tatsächlich sogar relativ sauber, da wächst kaum Unkraut, die sind dann nochmal rübergegangen mit der Bodenbearbeitung und erst im Mai wird wieder was eingesehen. Das ist eben die Schwierigkeit, wenn man einen hohen Anteil Mais in der Fruchtfolge hat, das dann so hinzukriegen. So oder so zwischen 4 und 6 Monaten oder sogar mehr, im Schnitt vielleicht 6 Monate, die der Acker im Jahr ungenutzt und praktisch nicht grün rumsteht. Und wie kann man das verbessern? Da gibt es im Grunde 2 wesentliche Sachen: Untersaaten, Zwischensaaten und dritte Sache, Kulturen ineinander schieben, die Kulturzeiten ineinander schieben, dass wir eine Kultur schon wachsen lassen, wo die andere noch gar nicht geerntet ist, also ein Ineinanderschieben der Kulturzeiten und ganz wichtig, Untersaaten, Zwischensaaten. Ich will mal ein paar Beispiele dafür geben. Ich habe da sogar mal Traum in Mais geschrieben, aber man kann das vielleicht erstmal am Beispiel von Getreide und Raps. Im Bioanbau ist das inzwischen, ja nicht überall, aber doch relativ weit verbreitet, dass man unter Wintergetreide, Raps Untersaaten hat. Untersaaten, die man so plant und zeitlich einordnet und die entsprechenden Kulturen wählt, dass die werden zusammen gesät, ne, Aussaat Oktober, November, werden gleichzeitig zum Beispiel Gräser, Klee, Weißklee, Rotklee, ein Gras als Untersaat, deutsches Weidelgras zum Beispiel, ausgesät mit dem Wintergetreide,
Über den Winter bleibt das alles teilweise grün, friert immer zurück, aber ein bisschen Wald immer grün. Wir haben also schon eine bessere Bodenbedeckung, bessere Ausnutzung der Photosynthese, aber im Wesentlichen kommt erstmal das Wintergetreide, das wächst schneller, das hat erstmal ein bisschen Dominanz auf jeden Fall. Das andere sind ja sehr kleine Samen, die sich aber auch schon ein Stück weit entwickeln. Dann kommen wir ins Frühjahr, dann kommt der Klee und das deutsche Weidelgras als Untersaat, kommt schon langsam in Gang, aber jetzt kommt das Wintergetreide hoch, April, Mai, richtig massiv, Blattbildung schießen, dann steht das Klee und das Gras unten drin und das Wintergetreide wächst drüber weg. Beides verträgt sich wunderbar. Dann geht es weiter in die Erntephase, in die Abreife. Im Ende Juni, Juli haben wir Abreife, da findet photosynthetisch eigentlich kaum noch was statt. Wir haben da eigentlich trockenes Stroh auf dem Acker stehen, was langsam abreift, was die ganze Energie aus den Blättern, aus der Wurzel in die Körner pumpt. Und da fällt dann eigentlich das ganze Sonnenlicht durchaus ungehindert auf den Boden, in dem Falle aber mit Untersaaten auf unsere Gras-Klee-Untersaat, die sich jetzt anfängt zu entwickeln. Aha, die kommt schon langsam hoch, die wird ein bisschen höher, die kriegt kräftigeren Bestand und Bewuchs, bedeckt den Boden richtig. Jetzt kommt die Ernte. Mal gucken, dass man wahrscheinlich dass man ein bisschen höher erntet, dass man nicht die Untersaat mit abschert, was auch nicht schlimm ist, aber es belastet den Mähdrescher ein bisschen. Wir ernten das Getreide und jetzt hat die Untersaat richtig Raum und richtig Luft und Licht und fängt sich richtig an zu entwickeln, wenn es optimal läuft, und dann kriegen wir einen richtig dicken Wiesenbestand, sozusagen eine Kleegraswiese oder eine Grasklee-Wiese, wie der Dietmar Neser so gerne sagt. Eine Grasklee-Wiese, die nochmal massiv in den Monaten, die ist ja schon gut etabliert jetzt mit der Ernte, jetzt kann er anfangen zu wachsen. August, September, Oktober, richtig gute Wachstumsmonate, warm, feucht hohe Sonnenscheindauer noch, und das heißt, er kann noch mal richtig Masse zulegen, und jetzt kann man sich entscheiden, was man mit dieser Masse macht. Entweder man mulcht sie ab, arbeitet sie ein, macht eine flache Bodenbearbeitung, schält das mal, dass das dann für die neue Getreideaussaat als Mulch, als Gründüngung zur Verfügung steht, als eingearbeitete Gründüngung. Oder man macht noch mal einen Schnitt. Oder lässt nochmal die Schafe oder das Vieh rauf, also macht da nochmal Silage von, oder lässt nochmal Rinder oder Schafe oder dergleichen diese Flächen abweiden. Da kann man nochmal richtig durchaus 15 Tonnen Frischmasse von solchen guten Beständen im Herbst ernten und davon entsprechend Silage machen oder abweiden lassen. Und also da vielleicht nochmal zusätzliche Ernte bekommen von der Fläche, und dann hat man trotzdem ja noch die unterirdische Biomasse, die Wurzeln, die als Gründung dann fungieren. Und rein mengenmäßig, also durchaus erwartbar, 15 Tonnen oberirdisch, und das korrespondiert ja immer. Wir haben eigentlich immer ähnlich oberirdisch, unterirdisch, bei der Untersaat wahrscheinlich sogar noch mehr unterirdisch, aber sagen wir mal 15 Tonnen Frischmasse oberirdisch, 15 Tonnen Frischmasse unterirdisch, Wurzeln und so weiter, 30 Tonnen, die wir entweder ernten zum Teil oder eben als Gründüngung der nachfolgenden Kultur zur Verfügung stellen. 30 Tonnen Frischmasse auf dem Hektar, das ist wie eine 30 Tonnen Kompostdüngung. Die dürften Sie gar nicht jedes Jahr machen, so viele Nährstoffe sind das. Aber wenn als Gründüngung können Sie das jedes Jahr Ihrem Acker zur Verfügung stellen, ohne irgendwas verloren zu haben. Im Gegenteil, Sie haben einfach nur Sonne und Licht voll ausgenutzt und haben nochmal vielleicht sogar eine Ernte bekommen und gleichzeitig einen wunderbar aufbereiteten, lebendigen, nährstoffreichen Boden mit entsprechender Stickstoffbindung und Nährstoffmobilisierung durch die Vorpflanzen geben sie bereit. Und einen Boden mit ganz hoher mikrobiologischen Aktivität. Dann wäre wieder Getreideaussaat mit Untersaat, und so kann man das Jahr für Jahr machen. Vielleicht mal unterschiedliche Getreide, vielleicht mal Raps zwischendurch, um ein bisschen diese Fruchtfolgen reinzukriegen. Aber das ist schon mal so ein Grundkonzept: Getreide, Wintergetreide und Raps mit Untersaat, und zwar mit einer gemischten Untersaat aus Gräsern und Klee,
die dann, und zwar Weißklee und Rotklee, also auch Masseklee dabei, vielleicht sogar noch andere Pflanzen, man kann da rumspielen, und dann entsprechend in die Ernte gehen. Man kann natürlich auch gleich noch einen Schritt weiter gehen und nicht nur Untersaaten machen, sondern auch Mischkultur, dass man Getreide mischt mit Linsen zum Beispiel, mit Erbsen, dass man da auch noch einen Stickstoffbinder mit rein, mit Leinsamen. Also da gibt es noch weitere Möglichkeiten, das aufzulockern und die Photosyntheseleistung zu erhöhen. Aber nehmen wir mal die ganz normale Hauptfrucht, Wintergetreide, mit so einer leistungsfähigen Untersaat, die dann zu einer Zwischenfrucht hochwächst. Das wird interessant. Was einige Bauern schon tun, ist nach einem, dass nach einer Getreideernte im August, Ende Juli, Anfang August, sofort wieder auf den Acker zu gehen und eine neue Aussaat zu machen. Zum Beispiel nochmal Gras-Klee-Mischung auszusehen oder eine Bohnenmischung oder einfach eine Begrünungsmischung mit Senf oder sonst was. Das ist schon ganz interessant. Aber dadurch, dass jetzt im August mitunter ja doch schon längere Zeit auch mal nicht genug Wasser fällt, dass es überhaupt richtig keimt, dass man dann das Problem hat, dass dich dann erstmal aus dem kleinen Samen die Pflanze entwickeln muss, bevor sie richtig in die Produktion kommt. Da verliert man im Grunde ein, zwei Monate, bevor die richtige Photosyntheseleistung wieder losgeht. Wenn man das über die Untersaat löst, viel eleganter. Da kommt man richtig sofort in die nächste Wachstumsspitze rein, in die nächsten exponentielle Wachstumskurve, wenn man den Untersaat sich entspannt vorher hat unten entwickeln lassen, mit der Ernte dann zack geht die wieder voll ins Wachstum. Also das wäre so eine Variante für Wintergetreide und Raps, die man auch dann immer wieder nacheinander und mit Untersaaten anbauen kann. Eine andere Variante wäre Mais nach Mais. Auch das geht intelligent und bodenaufbauend und mit einer Dauerbegrünung des Bodens. Da habe ich nochmal das Märchen in Mais geschrieben. Und das Märchen in Mais bedeutet, dass man auch hier wieder mit Untersaaten arbeitet. Im Grunde ähnlich wie mit den wie mit dem Wintergetreide. Also wir fangen im Frühjahr mit dem Mais an. Ideal wäre natürlich, wir pflanzen nicht reine Maisbestände. Denkbar wäre eine, also was jetzt sogar schon von Saatgutzuchtstationen untersucht wird, was ja die Tradition ist, Mais ist aus Mexiko. Mais wurde ganz Nord- und Südamerika angebaut, und zwar überwiegend als Milpa, als Mischkultur, als die drei Schwestern. Und die drei Schwestern sind Mais, Bohnen, rankende Bohnen, die auch den Mais hochklettern, und Kürbis ganz oft. Weil der Mais an sich schafft kaum einen Reinschluss, einen Bodenschluss. Man hat zwar nach einer Weile schon eine Beschattung des Bodens, aber die Pflanze ist so hoch, der Boden, die Pflanzen sind so weit auseinander. Man hat kaum eine Bodendeckung, man hat kaum eine Flachwurzeln beim Mais, der macht kaum jetzt ein bodennahes Wurzelnetz. Also Mais als Monokultur ist durchaus bodenzerstörend, ein Humusräuber, das ist richtig, der ist er. Aber nicht, weil er tatsächlich den Humus räubert, sondern weil wir ihn dazu zwingen, alleine zu wachsen. Wenn wir Mais kombinieren mit Bohnen zum Beispiel, mit einer Untersaat, Kürbis ist vielleicht ein bisschen unpraktisch für den Ackerbau, aber Mais und Bohnen, da gibt es auch, kann ich auch mal ein Video verlinken, von einem Saatgutzüchter, der das mal getestet hat, die das mal im Institut durchgetestet haben, Mischanbau, Mais und Bohnen, mit genialen Erfolgen, der Mais ist ja über Jahrtausende so gezüchtet worden, der kennt die Bohne, der mag die Bohne, die mögen sich, die arbeiten wunderbar zusammen. Und nicht nur das, Mais und Bohnen gemischt als Viehfutter, ideal von der Verdaulichkeit, bessere Eiweißgehalte und so weiter und auch für den Boden, der Stickstoff, den die Bohne liefert, hilft direkt dem Mais und so weiter. Also da ist eine Mischkultur interessant. Zum Beispiel auch eine Mischkultur mit Sonnenblumen habe ich sogar schon gesehen, Mais und Sonnenblumen. Einfach um mal ein bisschen Lebendigkeit und Blumen und Blüten auch für die Bienen reinzubringen. Und dann natürlich Untersaat. Und klassische Untersaat natürlich wie immer. Weißklee gehört überall mit dabei.
Und selbstverständlich unter Mais auch, größere Kleesarten, Rotklee und andere Sachen, die da möglich sind, weil Mais ja wirklich sehr hoch wird. Man muss beim Mais in der Jugendentwicklung aufpassen, die ersten paar Wochen, wenn er gerade gekeimt ist, dann mag er, also je nach Sorte und Kultur mag er es noch nicht so sehr, da Konkurrenz, Unkrautkonkurrenz zu haben, beziehungsweise Untersaatkonkurrenz zu haben. Später ist ihm das egal, wenn er da drüber steht und Licht und dann 1-2 Meter hoch ist, dann kann da drunten wachsen, das stört ihn nicht mehr. Und klassische Untersaaten wäre also auch wieder Gras-Klee-Mischung, ne? Dietmarneser, nicht Klee-Gras-Mischung, sondern Gras-Klee-Mischung. Dietmarneser ist ein Landwirtschaftsberater, der ganz wunderbare, innovative Varianten entwickelt hat für diesen, für diese immer grünen Ackersysteme. Er nennt das grüne Brücke, nicht immer grüne Acker, sondern grüne Brücke. Und die grüne Brücke deswegen, weil die lebendige Pflanzenwurzel, die lebendige grüne Pflanze hat Pflanzenwurzeln, die die ganze Zeit Zucker an den Boden abgeben. Wurzelexudate, also die ganze Zeit füttert eine grüne Pflanze das Bodenleben. Die hält nicht alles für sich und baut nur ihre eigenen Körner und ihre eigene Pflanze auf. Nein, die muss immer auch mit dem Boden kommunizieren. Die muss sich da die Krankheitskeime vom Leib halten und muss sich Nährstoffe besorgen und Wasser besorgen und ihre Wurzeloberfläche vergrößern und züchtet sich. Die Pflanze züchtet sich bewusst, gezielt Mikroorganismen an ihrer Wurzel. Ganz oft Milchsäurebakterien, aber auch Pilze, das kennen wir von Mykorrhiza, aber auch andere Varianten. Also Mykorrhiza ist nur ein Spezialfall, das ist, macht jede Pflanze. 10 bis 30 Prozent, also ein Drittel zum Teil der Photosyntheseleistung, geht direkt in den Boden als Wurzelexudate, geht gar nicht in den Aufbau der Pflanze. Das heißt, wir haben ständig einen massiven Input an steuernden Nährstoffen in den Boden, die eine gute Mikrobiologie aufbauen. Die grüne Pflanze ist die beste Steuerung der Mikrobiologie im Boden, die man sich vorstellen kann. Und wir haben immer ein Problem, wenn wir, so wie ich beschrieben habe, nach Getreide mehrere Monate den Boden brach liegen haben, nach Mais mehrere Monate den Boden brach liegen haben, dann bricht die Biologie wieder völlig zusammen, wenn wir da nicht grüne Pflanzen haben, flächendeckend. Dann müssen wir wieder im Frühjahr ganz mühsam bei Null anfangen, wenn dann wieder ausgesät wird, beziehungsweise beim Wintergetreide, wenn dann im Oktober, November ausgesät wird, dann ist die Biologie wieder, dann muss sie erst langsam wieder in Gang kommen. Und die Biologie ist es ja, die Mikroorganismen im Boden, die Pflanze ernähren, die Mineralien, die bereitstellen, die Nährstoffe aus den Humus und so weiter rauslösen. Und das heißt, wir brauchen viel mehr Dünger, wenn wir das nicht tun. Mit der grünen Brücke, mit einer konstant aufgebauten und gemanagten Mikrobiologie über grüne Pflanzen und deren Wurzeln, das ist das Konzept von Dietmarneser. Und der spricht von Gras-Klee-Mischung. Und der spricht von Gras-Klee-Mischung, im Gegensatz, früher sagt man immer, oder alle anderen sagen Klee-Gras-Mischung. Er sagt, nein, das Gras ist fast noch wichtiger als der Klee. Also Klee ist erstmal ganz furchtbar wichtig, ne? Stickstoffbinder, bleibt flach, also Weißklee mindestens hat einen flachen Wuchs, stört also rein vom Platz her schon die Kulturpflanzen nicht, hat sowohl eine intensive Flachdurchwurzelung als auch Tiefenwurzel, geht richtig tief und holt noch von tiefen Nährstoffe und Mineralien und Wasser hoch. Gleichzeitig bindet es eben Stickstoff und stellt dies zum Teil der gleichen Kultur, spätestens der nächsten Kultur, durchaus zur Verfügung, den Stickstoff. Also das sind 100, 200 Kilo Stickstoff, die so eine untersaatenintensive Kleekultur der Nachkultur zur Verfügung stellen kann, beziehungsweise teilweise sogar noch der gleichen Kultur. Deswegen Klee, also weiß jeder, die sind gut. Da brauchen wir nicht drüber reden. Als Untersaat, als Zwischenfrucht, wunderbar. Er sagt aber, na, das Gras ist fast noch wichtiger. Wie leistungsfähig ist Gras? Ich habe das ein bisschen schon angesprochen bei meinem Video über Rasen, über Gräser. Gras sind enorm leistungsfähige Pflanzen und es gibt Sorten, im Grunde unsere Parkrasensorten, unsere normalen Golfrasen und Parkrasensorten,
die nicht so sehr darauf angelegt sind, dass sie oberflächlich ganz viel Blattmasse bilden, sondern es gibt da auch bei deutschen Weidelgras und so gibt es Varietäten, die bilden vor allen Dingen eine sehr intensive Durchwurzelung aus, eine flache, intensive Durchwurzelung, also eine typische Rasendurchwurzelung, die aber intensiv in die Wurzelmasse investieren und ein sehr ausgedehntes Feinwurzelsystem haben. Und die sind eigentlich fast noch interessanter. Da hat man dann so ein kleines Pflänzchen oberirdisch, kleines Gras, was dann unter dem Mais oder unter dem Getreide steht. Aber das hat, wenn man das mal ausbuddelt und guckt, das hat eine Wurzelmasse, die ist zehnmal so groß. Die hat also massiv in Wurzeln investiert und hält das Bodengefüge zusammen, hält das Bodenleben zusammen. Was dann zu so Effekten führt, dass man die Flächen, auch wenn sie feuchter sind, besser befahren kann, dass das Wasser besser infiltriert, dass der Boden mehr Wasser halten kann. Deswegen gilt auch diese eine der Argumente gegen Untersaaten, gegen Zwischenfrüchte, dass die Wasserräuber sind, dass die Hauptkultur dann weniger Wasser hätte. Alle Untersuchungen, die man sich anguckt, es stimmt nicht. Es stimmt maximal im ersten Jahr und meistens selbst in dem nicht. Durch die bessere Bodenstruktur, durch die bessere Krümelstruktur, Bodenstruktur, bessere Infiltration vom Wasser, weniger Wasser läuft weg einfach, läuft ab. Mehr Wasser läuft in den Boden, wird festgehalten im Boden. Wir haben mehr Tau, einfach durch die bessere und höhere Größe. Man kann ja mal morgens durch eine Kleewiese gehen, da ist man pitschnass. Woher kommt das Wasser? Das ist Tau, der sich über Nacht auf die Blätter gesetzt hat. Diesen Effekt hat man in einem Maisfeld überhaupt nicht. Wenn man darunter noch eine intensive Kleewiese hätte, was hätte man da an Wasser, was da als Tau rankommt zum Beispiel? Also Tau-Effekt, bessere Wasserhalteeffekt, so haben wir im Schnitt durch Untersaaten definitiv keine Wasserräuber, also das sind keine echte Wasserkonkurrenz, sondern durch den besseren Bodenaufbau haben wir oftmals sogar den Effekt, dass wir dann Mais haben. Dietmar Neser hat das mal in einem seiner Vorträge gezeigt. Der steht einfach noch 2-3 Wochen länger grün da, der reift gar nicht so schnell ab, weil der durch den Boden noch besser mit Nährstoffen und Wasser versorgt ist und länger grün bleibt. Nicht so früh diesen Abreifeimpuls bekommt, weil der Boden noch länger in der Lage ist, ihn zu ernähren. Muss den Sorten entsprechend wählen, dass man das dann auch nutzen kann. Aber das ist, also Wasserräuber sind Untersaaten nicht, im Gegenteil. Und dann wäre also eine Variante für eine Mais-nach-Mais-nach-Mais-Fruchtfolge wäre zum Beispiel folgendes. Mais mit einer Kleegras-Untersaat, ne? Deutsche Weidelgras mit dem Mega-Wurzelballen und dem Klee, durchaus Weißklee-Rotklee. Und man braucht von Weißklee nicht viel. Ne? Weißklee ist ein billiges Saatgut, das kriegt man für 5 Euro. Gutes Kleesaatgut, 5 Euro das Kilo, und in der Mischkultur, also als Untersaat, mit 2 Kilo auf dem Hektar ist man locker dabei, also mehr braucht man nicht. Das Saatgut ist so fein, dass man da mit 2 Kilo Weißkleesaatgut auf dem Hektar locker auskommt. Ähnlich für Rotklee, Gräser brauchen ein bisschen mehr, aber man merkt schon, Weißklee ist eine der günstigsten Untersaaten, die man machen kann, sowohl auch vom Saatguteinsatz. Und entweder gibt es da spezielle Saatgeräte, die das gleichzeitig Feinsaatgut und Körnersaatgut wie Mais oder Wintergetreide aussehen können, gibt es. Oder man kann das eben auch bei Mais zum Beispiel kurz nach der nachdem der Mais sich dann halbwegs etabliert hat, mit einem Saatgutstreuer ausbringen. Das Problem bei den Saatgutstreuern ist natürlich immer, wie will man 2 Kilo feines Saatgut auf einem Hektar verteilen? Ne? Das ist ja nichts. Und da ist natürlich die Methode, man mischt das mit richtig viel Sand. 100 Kilo Sand oder was immer man durch diese Saatgutschleudern da durchkriegt. Durch diese Saatgutteller schleudern. Also vielleicht 50 oder 100 Kilo Sand auf dem Hektar gemischt mit dem Weißkleesamen und den anderen Samen eventuell
Eventuell kann man die Samen vorher noch ein bisschen pelletieren. Da muss man mal gucken, dass man die feucht macht mit Gesteinsmehl und so, dass die dann auch gut ankeimen und so. So wie der Masanobu Fukuoka das mit seinen Reissaat gut gemacht hat. Und das dann einfach mit viel Sand rausbringen. Und dann gemischt mit viel Sand, dann kriegt man auch eine gute Verteilung, auch für dieses extrem feine Saatgut, einfach mit so einem Saatgutstreuer hin. Genau. Mais im Mai ausgesät mit Untersaat, Gras-Kleemischung, die darunter dann auch im Herbst dann eigentlich schon als dicke Matte durchaus stehen kann. Dann erntet man den Mais. Die Untersaat wird sich im Normalfall nicht so stark entwickelt haben, dass man da jetzt auch gleich ernten kann. Aber zumindest hat man eine gut befahrbare Ackerfläche, sodass man auch unter schwierigen Ackerbedingungen drauf fahren kann, wie man weiß inzwischen, dass es da hilft, diese Untersaat. Und dann keine Bodenbearbeitung, sondern quasi am Tag, nachdem der Maishäcksler rüber ist und den Mais gehäckselt hat, sofort, oder idealerweise das Mais-Bohnen-Gemisch geerntet hat, sofort mit wieder einer Saatgut-Schlitzsaat zum Beispiel, also sofort wieder mit einer Saatmaschine rüber, Schlitzsaat in die Pflanzendecke, idealerweise ein Roggen-Erbsen-Gemisch, Roggen-Erbsen-Wicken-Gemisch ausbringen. Roggen wachsen durch den ganzen Winter, also das ist dann im Oktober, ne? Oktober bei der Maisernte, Maishäcksler rüber, dann sofort am nächsten Tag, darf man keine Stunde verlieren, mit einer Schlitzsaat in die Untersaat rein, Roggen, Erbsen, Wicken. So, das sind Pflanzen, die wachsen quer durch den Winter. Gerade Roggen, habe ich schon erwähnt bei meinem Sauerteig-Video, Roggen ist eine richtig widerstandsfähige und kräftige Pflanze, die auch noch sehr, sehr harte Winter ab kann und im Grunde den ganzen Winter über durchwächst. Genauso Wintererbsen und genauso Winterwicken, die wachsen unterm Schnee weiter. Man hat also selbst unter Schneedecke hat man eine Biomasseproduktion und einen Erhalt des Bodenlebens und eine Fütterung des Bodenlebens mit diesen 10-30% der Photosyntheseleistung, die als Wurzelexudate daraus gehen und das Bodenleben erhalten. Genau. Und dann gehen wir in die 6 Monate Winterpause, die normalerweise von Mais zu Mais mit offenem Acker da liegen. Aber wir gehen rein mit einer voll etablierten Untersaat, die auch teilweise zurückführt, aber teilweise grün bleibt und mit sich einem neu entwickelten Wintergetreide, sprich Roggen und Erbsen mit der Erbsenmischung, die dann ganz durch den Winter wächst. Dann gehen wir in den März, April, da fängt das dann richtig an schon, dass das Getreide anfängt zu schießen, hochzukommen, richtig Biomasse zu bilden. Wir werden einen Pflanzenteppich kriegen, 30, 40, 50 cm hoch. Im Mai ist das dann schon fast 1 Meter hoch, das Getreide. Und jetzt muss man sich überlegen, wie lange man mit der Maisaussaat, mit der neuen Maisaussaat wartet. Man kann noch mal ein paar Tage länger warten und noch mal einen richtig intensiven, mächtigen ersten Schnitt mit wahrscheinlich 20 Tonnen und mehr Frischmasse auf dem Hektar runterholen von diesen Flächen. Wenn man das, sage ich mal, Anfang, Mitte Mai macht, dann wieder sofortige Bodenbearbeitung und wieder Mais und Untersaat einsehen und Stangenbohnen am besten. Also man kann auch hier eventuell eine zweite, massive zweite Ernte noch einfahren mit Frischmasse als Futter und Futter für Biogasanlagen und Rinder. Oder wenn das sich ein bisschen mager entwickelt hat und nicht so hoch gekommen ist, oder man muss den Mais früh reinbringen, damit man bei uns hier, ist das noch eine kühlere Gegend hier im Norden von Deutschland in Mecklenburg, da wird man es kaum schaffen, eine befriedigende, massive Untersaat hochzuziehen bis Anfang Mai. Das heißt, da muss man dann gucken, dass der Mais, der ja die Hauptfrucht ist, dass der genug Zeit hat, dass man den dann Anfang Mitte Mai rechtzeitig ausbringt. Und dann muss man eventuell einfach das mal kurz abmähen bzw. mulchen und schälen und das als massive Gründüngung
inklusive der oberirdischen Biomasse, was sich da gebildet hat, mit einarbeiten. Oder man schafft es eben tatsächlich noch eine Ernte runterzubringen und nochmal eine massive 20 Tonnen Frischmasseernte für Silage da runterzuholen. Also zusätzliche Ernte, immer grüner Acker, die ganze Zeit Photosyntheseleistung, die ganze Zeit lebendiger Boden, massive Gründüngung für die nachfolgende Maiskultur. Selbst wenn man die Ernte runtergeholt hat, die Hälfte ist ja mal unterirdisch, 15, 20 Tonnen und mehr unterirdische Biomasse, die dem nachfolgenden Mais dann verrotten zur Verfügung steht. Und das ist eigentlich das Märchen in Mais, dass wir selbst diese nur durch unsere Dummheit humuszehrende und zerstörerische Pflanze Mais, wenn wir die intelligent anbauen, eventuell in Mischkultur, mit Untersaat, mit, gerade hier bietet sich eine Zwischenkultur ideal an, eben Roggen-Wintererbsen-Kultur, die auch eine sehr gute Futterqualität dann hätte im Frühjahr. Das wäre also eine Variante, um einen immergrünen Acker zu schaffen. Ja, das soll es soweit gewesen sein. Also auch im Ackerbau ist das Konzept der Begrünung der Erde, eine immergrüne Kultur möglich, immer Verdunstung, immer Anregung des Bodenlebens, Humusaufbau. Man kriegt dadurch natürlich Humusgehalte von 3-5% in den Boden, wenn man das tatsächlich durchhält und konstant hinkriegt. Es ist, man muss es anpassen an die entsprechenden regionalen Bedingungen. Hat man eine Kälteregion, hat man eine Wärmeregion, wie verteilt sich der Regen typischerweise? Das heißt, da ist Kreativität gefragt, wie man diese Kulturen ineinander schiebt, welche Sorten man da genau verwendet, welche exakten Zeiten man. Aber die Idee ist immer mit Untersaaten, mit Zwischensaaten, mit Ineinanderschieben der Kulturen, am besten noch Aussehen einer Kultur über die reifende andere Kultur hinweg. Das ist besonders spannend. Ein Lesehinweis noch dazu. Masanobu Fukuoka, natürliche Landwirtschaft in Japaner, der da einige Bücher geschrieben hat, die Revolution des einen Strohhalms zum Beispiel, der hat ein Anbausystem entwickelt, wo er Reis und Wintergetreide anbaut, da ist es eben ein bisschen wärmer als bei uns noch, der schafft tatsächlich zwei volle Getreideernten im Jahr, einmal Reis und einmal Wintergetreide, Gerste. Und hat das auf seinen Flächen jahrzehntelang so gemacht, dass er gar keine Bodenbearbeitung gemacht hat, eine ständige Untersaatdecke aus Weißklee gehabt hat, die er immer wieder neu ausgesät hat jedes Jahr, alles Stroh, alle Erntereste, alles sofort wieder auf dem Acker als Mulch. Und dann war die typische Anbaufolge so, dass er im Frühjahr, bevor die Wintergerste abgereift ist, die dann im Frühjahr bei ihm abreift, ungefähr einen Monat vor der Ernte rübergegangen ist und Reis ausgesät hat. In Lehm pelletierte Reissamen über die reifenden Ähren des Wintergetreides. Der Reis fängt schon unten dran, wo es feucht ist, da steht ja auch Klee und so, fängt schon an zu keimen, fängt schon an rauszuwachsen, man hat schon kleine Pflänzchen, dann kommt die Ernte, Stroh und alles wieder aufs Feld, dann wird das Feld für 2 Wochen komplett unter Wasser gesetzt. Nur 2 Wochen, länger macht er es nicht. In diesen 2 Wochen reicht aus, um Unkräuter, Klee zu schwächen und den Reis, der mag das ja, der wächst dann hoch. Keine Verpflanzung, kein sauberes Saatbeet oder irgendwas, nein. Durch diese Steuerung des Wassers schafft er es dem Reis den Vorteil zu bringen. Der Reis wächst hoch, stellt sich als Kultur über die anderen Pflanzen, dann macht er das Feld nur noch feucht, aber nicht mehr nass. Das heißt, der Klee entwickelt sich wieder. Als Untersaat, der Weißklee, der Reis reift ab und einen Monat bevor der Reis geerntet wird, geht er wieder rüber und sät, pelletiert Weißklee und Wintergetreide, also Gerstensamen, auch wieder in Lehm pelletiert, breitwürfig aus und hat dann im Grunde keine Arbeit mehr, bis die Gerste geerntet wird. Also
praktisch keine Unkrautbekämpfung, indem er ständig eine Begrünung des Ackers hat, ständig mit Mulch arbeitet, alle Erntereste wieder raufschmeißt und immer vor der, zweimal im Jahr vor der, jeweils einen Monat bevor die erste Kultur abgeerntet wird, sieht er schon die nächste Kultur aus, also er schiebt die Kulturen ineinander und nutzt dadurch die Wachstumsperiode perfekt aus, hat zwei Ernten im Jahr und gehörte Jahrzehnte zu den Bauern in Japan, die die höchsten Ernten hatten. 6 Tonnen Reis, 6 Tonnen Wintergetreide im Jahr waren bei ihm durchaus normale Ernten. Er hat da immer wieder Preise gewonnen für höchste Ernten. Also das ist ein ganz, ganz spannendes System. Und sag ich mal so, das ist natürlich das Imago, das die absolute Königsklasse von Ackerbegrünung, das tatsächlich auch komplett ohne Bodenbearbeitung hinzukriegen. Das wird man bei uns vielleicht nicht immer schaffen. Oder das wird man am Anfang kaum immer schaffen, weil es ist im Grunde dann der Kreativität und der, Erfahrung jedes einzelnen Bauern, wie er sich auf seinen Standorten, an seine Sorten, an seine Kulturen, wie er die mit denen spielt und da langsam hinkommt dahin, dass er auch solche Extremleistungen schafft. Und wenn man es sich beim Nachbarn abguckt, man muss ja nicht alles selber erfinden. Zwei Nachbarn in Deutschland, bei denen man sich das abgucken kann, sind zum Beispiel Dietmar Neser, den ich schon erwähnt habe, mit seiner Grünen Brücke, dieser Landwirtschaftsberater. Da werde ich auch ein, zwei Vorträge verlinken. Und Friedrich Wenz, Landwirt im Schwarzwald, der das EcoDyn-System entwickelt hat. EcoDyn, ECO-DYN, EcoDyn, EcoDyn.de. Der ein eigenes Bodenbearbeitungssystem entwickelt hat, was präzise, flache Bodenbearbeitung macht, sodass man auch im Bioanbau auf Flug verzichten kann. Und der wirklich sehr extreme Fruchtfolgen inzwischen durchprobiert hat, entwickelt hat, wo er wirklich über 2 Jahre zum Teil gar keine Bodenbearbeitung mehr macht, nur noch Untersaat, Zwischenfrüchte niederwalzt, in diese direkt einsät und so. Und so das Konzept des immergrünen Ackers also auch schon auf die Spitze getrieben hat. Auch in Deutschland geht das mit der entsprechenden Kreativität. Ja, immergrüner Acker. Wenn man einen solchen Acker hat, dann muss man auch, braucht man auch die Landwirtschaft nicht mehr als kritischen Naturschädiger beäugen. Nein, ein solcher Acker kann so eine Diversität, so ein Plus für die Natur sein, so gut für das Klima, für die Verdunstung, für den Wasserkreislauf, für die Bodenbildung, dass man dann sozusagen höchste Erträge und Ernten erzielen kann, mitten in einem extrem naturwertvollen Gebiet. Das als kleine Anregung für unsere Landwirte als ein wichtiger Schritt, damit der Mensch mit der Natur sich versöhnen kann und dass die immergrüne Acker auf der wieder begrünten Erde zur Realität wird. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.